Ihr wollt wissen, wie es mit unserem Akku weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich habe, wie versprochen, da unten ein bisschen was zusammengebaut. Da laufen halt jetzt Kabel. Und ich habe schon mal ein paar Container hingestellt für die ganzen anderen Sachen. Aber mir ist ein kleiner Rechenfehler aufgefallen. Das ist ja so ziemlich groß. Das habe ich gesagt. Jo, dann kommen da hier 11 Fundamente übereinander. Also von der Höhe her sind wir bei so was hier 11-mal, dann noch die untere Platte, die obere Platte irgendwie. Also ne, weil nach 3 können wir da durchgehen. Super. Ist eine wunderschöne Idee. Aber dann wäre diese Batterie sehr, sehr flach. So sieht ein 9-Volt-Block nicht aus. Also, das muss ein bisschen höher. Das werden also keine 3 Stockwerke und wir machen 1800. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich ein winziges bisschen übertreibe. Wir machen 18.000. So, jetzt holen wir alle wieder Luft und überlegen uns doch mal, was wir machen. Als erstes würde ich mal, damit wir überhaupt eine Chance haben, gucken, dass wir so ein bisschen das Äußere machen. Also zumindest 2-3 Blueprints dafür. So, hier stürzen wir jetzt schön ab. Ich könnte nachher auch noch mal ein bisschen Turbo dran nehmen, der fehlt mir nämlich. Weil so viel brauche ich auch nicht mehr. Ich habe nur das Problem, wir müssen gleich mal gucken, wie viele jetzt wieder nachproduziert wurden. Weil so viel, also ich habe ja mal gesagt, ich brauche 9000 von den, wie heißen sie, von den Statoren. Wir sind ja jetzt 90.000 drin geworden. Da kommen wir also mit 2 Containern nicht mehr aus, sondern wir brauchen mehr so 19. Das gleiche gilt, ich bin mal von 6 Containern Kabel ausgegangen. Es sind ein klein bisschen mehr geworden, nämlich so. Müsst ihr das bitte nicht tun? Danke. 75. Also, upsie. Das eskaliert gerade ein bisschen, würde ich behaupten. Deswegen gehen wir jetzt hin. Ich möchte nämlich für die Ecken. Wir fangen mit denen hier an. Wenn wir irgendwo hinsetzen, ist ja egal. Außenecke. Das ist auch nur so eine halbe, das ist gut. Das heißt, wir können alles mit halben machen. Davon brauchen wir jetzt. Warum eigentlich 2 Meter? Ich hätte gerne einen 1 Meter. Oh, jetzt sag mir nicht, die gibt es in 1 Meter gar nicht. Oh, gibt es. Ah. Okay. Aber für das, was ich machen will, brauche ich den 4 Meter. Jetzt haben wir sie alle durch. So, 1, 2, 3. Und jetzt. Nee, nein. Oh. Und der da oben drüber. So wird das. Das werden unsere Ecken. Und so, da müssen wir mal gucken. Akku, Ecke. Verzeichnis, wir packen es schön unten zum Akku. Suchen Sie ein Icon aus.
Komm, die sind doch hier irgendwo. Wo haben wir sie? Na, da sind sie. So, nehmen wir die. Bild auswählen. Das bleibt so. Speichern. Designer leeren. Und was wir noch machen? Wir brauchen den Kollegen. Dann setzen wir uns jetzt so hin. Eins, zwei, drei. Und einen da drauf. So. Das ist Akku-Seite. Nein. Kante. Zeichen setzen. Tada. Hier hin. Wollen wir nicht. Icon auswählen. Jetzt brauchen wir die Halbfundamente. Die werden ziemlich weit unten sein, weil die sind ja, glaube ich, nach entweder nach Freischaltzeitpunkt oder wenn sie reingekommen sind, weil die hier sind ja, guck mal, da sind sie doch. Ich hätte ich gerne Bild auswählen und aufhören, speichern, leeren, einmal in die Kiste, alles nehmen, fertig. So, jetzt gucken wir uns nämlich mal an, wie der Spaß dann nachher aussieht. Ich glaube, ich mache mir jetzt auch erstmal noch. Da hinten eine Rampe, aber das ist von hier aus immer so weit. Und gucken wir mal. Wir können ja auch hier einfach hier rüber schweben. Hier runterfallen. Wenn wir es schaffen, da irgendwie in den Dunstkreis eines bisschen Stroms zu kommen, dann haben wir doch alles geschafft. Wunderbar. So. Das war. Okay. Alles easy. Also wir werden hier drüber definitiv noch eine Produktion machen für die modularen Rahmen. Das Problem ist, die machen 25 pro Minute. Also was ich da hinkriege. Und für den Spaß, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also für die Statoren. Da brauche ich jede Menge Eisen und Stahl. Also ich meine, wir können nachher, wenn irgendwann das hier voll ist, also hier, wie man sieht, Draht läuft relativ gut. Wenn das voll ist, kann man dann natürlich was wegknapsen, das ist kein Problem. Aber als Stahlrohre, die sind nochmal heftig. Weil, wenn wir nochmal gucken hier, Statue, hier, Statue, hat ein schönes Rezept. Ja, also, ich meine, wir könnten auf dieses ausweichen. Dann brauchen wir das Eisen nur für nur um Stahl herzustellen. Aber pfui. Wir haben hier eh Probleme mit Kohle und also Stahl ist hier echt übel. Die Dinger, die machen mir echt Angst. So. Diese Ecke hier lassen wir dann erstmal frei. Das ist vorerst unser Eingang. Im wirklichen Eingang werde ich da irgendwie an der Seite basteln oder hier vorne mittig oder so. Also mittig ist doch mittig geht. Wenn ihr ein Tor nehmen. Wir zählen mal eben ab. Hier waren 24, das ist relativ einfach. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, L. Das heißt hier, also vorsichtshalber markiere ich mir die zweimal. Hier kommt unser Eingang hin. Das heißt, hier könnte ich dann ein Tor hinsetzen, wenn ich es denn jemals wiederfinde. Ist aber in den Wänden, oder? Match Store. Guck mal, habe ich sogar dabei. So, das ist gut.
Mal machen wir da die andere Seite. Nein, das ziehen wir dann nochmal ein Stückchen raus, aber egal. Das Prinzip verstehen wir, ne? So. Wir setzen uns. Die Kollegen hier. Das weiß ich gar nicht. Dann müssen wir herausfinden, ob es funktioniert. Wirklich? Doch, das funktioniert. Perfekt. Nico, brauche ich dich gar nicht. Brauche ich. Das sieht seltsam aus. Danke. So. Das hätten wir. So, bis dahin. Dann kommen die Kollegen. Und dann geht es weiter mit dem Kollegen. Den Rand brauchen wir, damit das am Ende halbwegs schön aussieht. Ja, halbwegs schön mit den halben Teilen und so. Mal so rum. Hopp. Dann auch so ein bisschen unser Bereich drumherum. Es fühlt sich gerade an, als hätte ich einen zu wenig. Das müssen 24 sein. Ist eine zu wenig. Gut, kein Problem. Die eine Seite ist gesetzt und wird die andere Seite jetzt eben um einen verlängert. Du gehst einen weiter raus und gehst dann schon mal die 10 darüber. So, dementsprechend kommst du einen weiter dahin und gehst dann hier parallel dazu die 10 da lang. Und hier setzen wir uns jetzt den Kollegen rein. Bei dem einen Blueprint war ich ein bisschen blöd, kann das sein? Weil ich brauche doch eh den Spaß hier in vierer Kolonnen. Mir so gefährlich nah ans Giftglas. Gefällt mir ja gar nicht. Die sprengen wir auch noch weg. Aber nicht heute. So. Geht es hier darum? Also den hier, den einen muss ich nochmal. Habe ich genug dabei, um mir einen. Echt jetzt? Ich muss entweder dahin oder da oben hin. Schade eigentlich. Das heißt, dann könnte ich mir was zum Wegspringen holen, ne? Zack, zack und tschüss.
einmal hier hoch. Oh, dann müssen die... Ah, ich habe von da 12 gemessen, dann dahin. Was habe ich denn da wieder gemacht? Ich habe wieder den Zweier genommen. Okay, das müssen wir uns nachher nochmal angucken. Vielleicht zur Not nochmal drunter setzen. So, was hatte ich gesagt? Was brauchen wir? Das kann weg. Das kann weg. So. Wir können noch mal gucken, ob wir vielleicht, ich weiß halt nicht, wie viel, 16 pro Minute bräuchten wir, damit wir 8 machen können. Ich bin wieder bei den Statoren. Also, wenn man sich das hier anguckt, 16 pro Minute Stahlrohr, kriegen wir 8 Stück raus. Das wäre ja schon mal ganz gut. Ich weiß halt nicht, wie sieht unsere Stahlrohrproduktion aus, wie wird das, also, die läuft ja hier irgendwo lang, die müsste hier so ankommen. Aber man sieht, die werden gut benötigt, aber die kommen auch gut nach. Kollegen. Na, mit den 480 kann ich die bauen. Aber wo gehen die hin? Also die gehen offensichtlich da drüben irgendwo hin, aber... Aber die gehen da vorne garantiert hoch. Okay, ich muss das mal eben hier verfolgen. Gehen wir bestimmt hier vorne hinter dem hoch. Da. Dort hinten gehen die hoch. Dann gehen die darüber. Das heißt, daraus werden diese Pressure Conversion Cubes oder so gemacht. Wenn ich jetzt einfach das Bauen von den wie heißen die nochmal? Von der Nuclear Pasta. Das sind so viele Rohre, die ich aber eigentlich nicht mehr brauche. Wenn ich das abschalte, dann läuft das da voll. Ich brauche das Zeug nicht mehr. Das ja, hier werfen Batterien hin und her. Oh. Machen wir gerade ein. Batterien. Die so langsam ankommen. Du hast nur noch 6. 5. 7. Okay. Gut, wenn die nicht so schnell fliegen, ist mir das egal. Aber scheinbar... Wir haben so vieles hier. Batterien ist auch so ein Problem. Das steht hier gut an. Und wenn ich dich einfach ausschalte... Druckumwandlungsblock. Brauchen wir nicht. Könnten wir da hinten auch pausieren lassen? Dann können wir die vielleicht benutzen. Brauche ich das gar nicht. Dann habe ich ein halbes Problem weniger. Egal. Wir wollten hier hoch. Wollen wir das? Ja, wollten wir. Bauplan laden. Die Akkukante. Und dann wollten wir Bauplan Akkukante. Wollten wir. Zack. Zack. Und. Zack. Machen. Und das wollten wir dann abspeichern als Akkukante. Bestätigen. Verzeichnis. Jo, passt. Leeren. Nee. So, jetzt können wir da drüben reingehen und gucken, wie viel in der Zwischenzeit. Also, okay, ihr wisst nicht so, wie, das, wie viel Zeit da vergangen ist. Ungefähr eine Stunde. Plus, minus. Ja, mit dem Rumrennen hat auch ein bisschen gedauert. Ja, eine halbe.
Bloß das, was wir jetzt. Ah. So, was haben wir hier? Wie das geht, ist halt viel zu langsam, um dieses Projekt wirklich so durchzuziehen. Ah, das ist auch ein bisschen was. Ich würde auch sagen, wir nehmen mal direkt mit. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Und hier sind. Zack. Und dann Beton. Oh. Beton ist ein Problem. Ich hätte schwören können, da ist mehr drin. Auch das können wir lösen, denn wir haben dort Beton liegen. Also das könnten wir uns darüber legen. Oder in einen Container laufen lassen. Will ich das im Container laufen lassen? Will ich das direkt im Container? Ich lasse das direkt im Container laufen. Will ich den Container hier hinpacken? Also. Den Container setzen wir uns dorthin. Hier suchen. Sagen hier unten Logistik mit den Splitter dran. Ja, machen wir da rein. Und lassen dich bitte da hochgehen. Der läuft schon mal voll. Das heißt, ich habe hier relativ in der Nähe Beton dafür. Ich muss ja auch dann da noch eine Decke drüber ziehen und. Ist mir übrigens nachher aufgefallen, dass ich die erste richtig gesetzt hatte und die anderen um einen versetzt. Ich hatte dann aber keinen Bock, halt viermal den Spaß zu machen, sondern zweimal reichte mir. Das war ein Hin und Her, bis ich die richtig stehen hatte. Oder halbwegs richtig. Aber macht nichts. Zieht man das Ganze ein bisschen raus. Mal auch wieder. Da ist gut voll. So. Wir wollen eigentlich in der Ecke anfangen. Jetzt wäre es aber gut, wenn ich hier fliegen könnte. Klappt nicht. Das ist 1 Meter. Ich gehe nochmal rüber. Ich glaube, da habe ich die 2 Meter hingesetzt. Das wollten wir ja nicht. Echt jetzt? Ich habe die Kante. Die habe ich aber komplett ringsherum. Okay, das mache ich nachträglich. Das müsst ihr euch jetzt wirklich nicht antun. So, einmal hier hoch. Aber. Nee. Kann ich nicht. Kann sagen, aber eigentlich kann ich ja von hier aus eben schnell, dass ich hier hoch kann. Aber nee, geht nicht. So, machen wir so. Wir fangen an. Bauplan, Ecke. Zack. So. Jetzt geht der Spaß los. Das sind 2. Also wir haben jetzt Etage 1, Etage 2, Etage 3. 4. Nee. 5. 6. 7. 8.
ich habe so 9. 10. 11. 10. Ungefähr ein Drittel. Sogar etwas drüber. Yeah. Einfach nur, damit wir mal eine Ahnung von der Dimension haben. Das habe ich vergessen mitzuzählen. Eh noch nicht weit genug dran. Immer so 4 Stück, ne? Eins. Zwei. Drei. Ja, immer 3. Okay. Damit kann man ja arbeiten. Dann sind das 11, 14, 17. Die sind jetzt schon höher als alles andere hier. Die sind gleich auf der Höhe. Ich befürchte, entweder habe ich mich vollkommen verrechnet. 17, 18. 19. 20. Kommt das ungefähr hin? Ich meine, die Dinger sind immer nur 4 Meter hoch. Das ist immer ein halbes Fundament. Wir sind hier mit ganzen Fundamenten 16 mal 24 hingegangen und wir müssen hier auf 44 hochkommen. Eigentlich, ja, auf 44. Das heißt, es ist ein Stückchen kleiner, als wir eigentlich brauchen. Das können, also 48. Dann passt das ungefähr. Wir müssen 48 Stück übereinander setzen. Also 48 volle. Das bedeutet 96 hiervon. Naja, was ich noch bedenken muss, immer dieser halbe, der dazwischen ist. Das zieht sich, oder dieses eine Viertel. Da muss ich noch mal ein bisschen rumrechnen. Kommen vielleicht ein paar Etagen weniger. Dann werden es auch ein paar weniger Akkus. Holy crap. Der ist ganz schön hoch geworden bis jetzt. Und das ist nur eine Säule. Auch hier gilt wieder, ich mache das erstmal fertig für die anderen, weil bis wir das hier haben. Uiuiuiui. So, jetzt sind wir bei 23. Man kann es wirklich gut erahnen. Das ist 20. Siebenundzwanzig. 28. 29. Ich muss es tatsächlich noch mal so hochziehen. Das war klar, aber... ...30. So. Das hier oben dürfte unser Deckel werden, wenn ich mich nicht vertan habe. Puh. Uiuiui. Das sollte von den Relationen her ungefähr passen.
Leck mich in den Tisch. Ja. Ich habe noch ein bisschen was zu tun, indem ich die ganze Scheiße hier hochziehe. Ringsherum. Dann haben wir wirklich das komplette Verständnis dafür, wie unfassbar groß dieses Projekt wird. Und ich wollte nur ein bisschen Strom. Das Schöne ist, wir haben dann mehr Strom in Akkus, als wir überhaupt produzieren. Ich hoffe, das geht überhaupt. Aber von hier aus sieht man eine ganze Menge. Na, guck mal, da hinten unser erstes Treibstoffkraftwerk. Da hinten unsere Waffenproduktion, beziehungsweise Munitionsproduktion. Da geht aber noch dieser Zug vorbei zum Atomkraftwerk. Da die Zustrecke, um da hinten überhaupt hinzukommen. Halbwegs schön verlegt, nie richtig genutzt. Hier, unser Sprichding. Ich weiß immer noch nicht mehr, wie viele es waren. Dieses komische Gitter da oben, das sollen theoretisch alles nur so Ballons sein, hier die Flüssigkeitsspeicher. Da haben wir noch gar nichts gebaut. Ja. Unser Weihnachtsspezial, Tannenbaum. Haben wir da hinten noch irgendwas, was wir von hier aus sehen können? Nein. Oh, alles andere kann man von hier aus gar nicht sehen. Wo ist eigentlich... Ah, wir haben es nicht ganz bis zum Lift geschafft. Das ist doch schon mal was. Wie viel fehlten uns da noch? Nein, ich baue das nicht so hoch. Aber ich habe ja davor noch oben dann wenigstens ein bisschen Deko dran zu machen. Also eine Batterie muss ja auch eingesteckt werden. Ja. Dieses Projekt ist... Nennen wir es grausig. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen weg, großartig, Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit, macht es gut, Käffchen. Tschüss.